Der auch abläuft, wenn ihr das Spiel startet. Da finde ich ja den Schneeeffekt unglaublich geil gemacht. Also, genau, das wollte ich nur mal in die Welt hinaus posaunen. Interessiert wahrscheinlich niemanden, von dem her ist es eigentlich auch egal. Interessiert eh niemanden, was ich sag. Naja, interessiert wahrscheinlich eh niemanden, wirklich niemanden. Aber so ist es halt. So, wir haben noch grün, es ist alles ganz schön, es freut uns natürlich alle. Achtung, Brücke. So, genau. Also wie gesagt, ist noch ein bisschen bis Lübeck. Wo halten wir überhaupt? In welchem Gleis? Wir halten an Gleis 7. Das ist irgendwie sehr weit links von uns. Aber irgendwann werden wir schon noch die Schleife fahren. Da glaube ich fest dran. Irgendwann werden wir schon noch da. Genau, das fahren wir schon leicht Linkskurve. Von dem achten Bahnübergang. Alle weg da. Ist zwar keiner da und die Leute werden sich auffreuen. Wobei, um 6 ist ja noch keiner schlafen abends. Wenn sie nachts um 10 hier vorbeigefahren werden und einmal hier Möp. Und morgen müssen alle arbeiten, dann freuen sie sich bestimmt alle. Freuen sich bestimmt, dass sie jemanden grüßt mit der, mit dem Zugsignal. Da freuen sie sich bestimmt alle, total. Ist ein Spaß für die ganze Familie. Laut hupende, vorbeifahrende Züge sind toll. Es bringt schon Spaß. Kann man gar nicht anders sagen. So. Wie gesagt, wir nähern uns langsam aber sicher dem Ziel. Fahrt heute mal ein bisschen gleichmäßiger als in der letzten Folge, was auch irgendwie anscheinend ganz gut Früchte tragen zu scheint. Verspätung ist also von dem vorderen Zug, der ist jetzt irgendwie, der haut da ab. Und wir können hier genau einmal gerade irgendwas mit ganz gemütlich sagen und dann bekomme ich hier den Schock, dass wir erst mal bestätigen müssen. Dann hat sie jetzt mit dem ganz gemütlich schon langsam aber sicher Luft aufgelöst, so ein bisschen. So, Bahnübergang hier und Bäume, die in die Straße ragen, in die Strecke, es ist super. Das Lichtraumprofil der Bahn. Um uns mal gewählt auszudrücken. Ach, schön. Liebe Kinder, geht wählen. Um uns mal einen total random Kommentar da einzuwerfen. Ist voll sinnvoll, gell? Das glaube ich euch aufs Wort. So. Ja, das fahren wir auch eigentlich relativ effizient hier durch die Gegend. Es geht gleich bergab. Wir halten unsere 100, die ich hier ungefähr fahren darf. Ich wollte mal googeln, wie schnell wir fahren dürfen. Was unsere V-Max ist, die uns der Zug vorgibt. Es sind nicht die V-Max, die wir jetzt hier von der Strecke her haben, sondern die wir hier fahren dürfen. Ich glaube, das ist ein bisschen schlechter, nebenher zu schauen. Aber hey, was willst du tun? Da kannst du einfach nichts machen. So, da ist auch grün. Das ist soweit natürlich super. Das freut uns alle. Wie heißt das Ding hier nochmal? 218, gell? Ich kann das. Ich bin voll Profi mit Bahn. Wisst ihr Bescheid? Genau. So, bestätigen müssen wir weiterhin nicht. Da vorne ist dann das Hauptsignal. Von dem her sollte das, denke ich, alles ganz gut passen. Ah, hier steht irgendwas von 140 oder 160, die wir fahren dürfen. Ich denke mal, es liegt an der Variante, aber auf jeden Fall schneller als unsere 100, die wir gerade hier drauf haben. Heißt eigentlich, ich könnte beschleunigen, aber ich könnte beschleunigen. Es ist halt, man könnte das tun, man kann es aber auch bleiben lassen. Ich lasse es aus, Gründen mal bleiben. Man überlegt ja mal hier die ganzen Oberleitungen da oben. Die werden jetzt hier schön voll gerußt von unserem Rumgediesel da. Das ist, glaube ich, nicht ganz im Sinne des Erfinders und auch nicht ganz so gut für die, naja, Wartungskosten. Wenn die zu lange warten mit dem Warten der Leitung, dann verrußen die komplett und dann ist fertig. Oder von 90. Hätte ich ja schon mit gerechnet. Sondern das auch Lübeck, Gleis Nummer 12. Und man merkt nicht, dass ich gerade irgendwas einen Frosch im Hals habe oder sowas. Das merkt man, glaube ich, gar nicht. So, Ankündigung auf unsere 90. Aber das sollten wir alles, denke ich, ohne große Bremsmanöver hinbekommen. Weil wir sehr gemütlich heute unterwegs. Alles mal schön gemütlich, aber kann auch mal gemütlich sein. Boah, der Schneeeffekt ist voll geil. Also, mir gefällt das. Die Mosch gefällt das. Josh würde gerne öfters mal wieder Schnee fahren. Aber es gibt so wenige Szenarien, die so cooles Wetter wie das hier haben. Warte mal, was macht überhaupt die Bremsleitung? Ja gut, der Bremsdruck geht schon ein bisschen. Der verändert sich schon ein bisschen. So ganz sinnlos ist dann doch nicht die erste Bremsstufe. So. Lübeck Gleis 12. Einmal die Einfahrt. Und dann vorne sind dann noch 60 in Richtung Bahnhof. Also ich denke mal, das sollte man alles irgendwie hinbekommen. Jetzt haben wir unsere Geschwindigkeit hier einmal frei. Und können langsam mal hier eintuckern, ne? Bei Gleis 12 ist das wirklich nur die Einfahrt. Oder ist da irgendwas Spezielles? Ich habe keine Ahnung. Man weiß es nicht, meine Damen und Herren. Na, man weiß es einfach nicht. So, läuft wieder am Bahnübergang. Ich weiß, ich brauche nicht Hupen, ich mach's trotzdem. Ups, das habe ich aus dem Spiel geklickt. Das ist super. Habe ich nämlich mein Aufnahmeprogramm minimiert, jetzt sehe ich nichts. Das ist sehr gut. Ich bin Profi, müsst ihr wissen. Ich bin Aufnahmeprofi.
bei schon über 1500 Videos, die ich schon hochgeladen habe, dann da ist man schon Profi. Also merkt ihr schon an mir. Da ist man einfach voll Profi. So, fahren wir gleich immer über Lierbeck. Wir haben immer noch grün. Da ist natürlich dann... Oh, ein Gegenzug. Was hast du hinten dran? Aune. Aber auch wieder hier eine 218. Das ist bestimmt so realistisch. Aber ich habe mal gehört, also gerade auch in den Kritiken zu diesem... zu dieser Strecke und dem dadurch verwendeten Rollmaterial ist, dass es halt voll unrealistisch ist, weil die ganze Strecke ist im Prinzip elektrifiziert und sowas und das ist voll unrealistisch und so und bla. Ich kann mir aber auch wirklich nicht vorstellen, dass hier noch fast ausschließlich BR218 eingesetzt werden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen, weil ja, es ist elektrifiziert und ja, 218. So, vorne sind 60er. Von dem her werden wir mal dementsprechende Maßnahmen ergreifen und sehr frühzeitig bremsen. Aber der Bremsweg ist irgendwie trotz des Schnees, also ich brauche den Sandstreuer nicht. Also ich kann mich noch an MSTS-Zeiten erinnern, da bin ich irgendwie gerne mal bei heftigstem Schnee gefahren. Also klar auch ohne irgendwelche, ohne mich Sicherungssysteme, ganz klar, weil kleiner Schwein inkompetent. Oh, das ist gelb. Ja, dich darf einmal bestätigen, dann dürfen wir jetzt dich einmal bestätigen. Gut, dich habe ich bestätigt. Die Frage ist, wo dann rot ist. Ist es in einem Kilometer rot oder ist da vorne rot? Ich glaube, es dürfte in einem Kilometer rot sein. Und dann dürfen wir jetzt mal ganz gemütlich langtuckern. Genau, das ist ja kein Signal, sondern nur die 60. Von dem her denke ich mal, das dürfte da ganz vorne sein. So, Lübeck Hauptbahnhof Bahnsteig 7 kommen wir an. Okay. Also wie gesagt, da habe ich dann immer anfangen müssen zu sandeln, weil, naja... sonst wäre es weitergerutscht. Wir haben bestimmt einen Sandstreuer hier irgendwo. Die Frage ist halt, welcher... Künderbeginn das ist. Throttle? Ah ne, es haben nur Throttle-Wheel da. Headlight. Nein, nicht Headlight-Control. Das wollen wir nicht. So, einmal hier mal die da bestätigen. Dann können wir mal weitersuchen. Caplight. Ah, habe ich Licht hier vorne drin. Das ist an. Okay. Interessant. Haben wir irgendwo Sandstreuer? Bestimmt. Ah. Sieht man den eigentlich im Spiel? Warte mal. Naja, ich glaube, das ist auch... das kann man auch schlecht umsetzen. Das ist ein bisschen sehr sinnlos. So, schau mal. Da vorne dürfte dann rot sein. Oder der Zug ist schon so weit weg, dass wir einfahren dürfen in den Bahnhof. Oh, warte mal. Nächster Magnet. Langsam wird's eng. Langsam wird's kriminell. So, jetzt haben wir den nächsten Magnet. Schon die nächste Stufe. Der 1000-Hertz-Magnet. Das ist der 500-Hertz-Magnet. Ihr wisst das alle besser als ich. So, ist das wirklich rot oder was? Müsst ihr jetzt auf irgendwelchen Züge warten oder nicht so? Also 100 Meter müsste ich ja eigentlich schon sehen. Ja, das ist tatsächlich noch rot. Gut. Dann werden wir dort stehen bleiben, meine Damen und Herren. Ne? Mal schauen, ob wir drüber dürfen. Gleich mal eine Anfrage senden. Können wir jetzt gleich senden, oder? Tab, gell? Ach, erteilt. Cool, dann können wir... Fall die Zeit, da kannst du auch gleich auf grün schalten, wenn wir da drüber dürfen. Ganz ehrlich. Ist irgendwo ein Kollege? Also wir dürfen drüber fahren. Das heißt einmal, ich glaube 25 war dann V-Max, oder? Jetzt haben wir ja Wechselblinken. Okay. Liegt aber, glaube ich, dadurch, dass wir unter 10 km/h sind. Jetzt müssen wir ja bei Überfahrt einmal, genau, die Befehlstaste gedrückt haben. Und die Siefer natürlich nicht mehr auch drücken, sondern Befehlstaste gedrückt halten. Und dann dürfen wir genau einmal Befehl 40. Heißt, mit 40 dürfen wir eigentlich mal hier drüber juckeln. Nur mit 25, ich habe keine Ahnung. Wegen dem Wechselblick vielleicht 25 oder 40? Ich weiß es doch nicht. Wir fahren mal lieber 25. Ich habe Angst. Aber ich habe Angst, dass wir zu spät kommen irgendwie. Fast wenn ich jetzt wüsste, dass das nächste Signal grün ist oder so, könnte ich mich ja befreien. Aber bin ich jetzt eigentlich schon komplett mit meinem Arsch auf der Strecke? Ja, bin ich eigentlich. Nur ich weiß ja nicht, wie das nächste Signal aussieht. Deswegen ist halt ein bisschen blöd. Wenn ich jetzt zu schnell fahre, dann... schmeiße mal gefährliche Zwangsbremsung rein. Und das muss ja nicht sein. Das haben wir letztes Mal auch schon gehabt. Es hat euch bestimmt voll gefreut. Hm? Aber 25 dürfen wir auf jeden Fall. Das ist Minimum, was wir dürfen. So, wir sind auch gleich da von dem her. Ah, jetzt ist der Magnet weg. Hat er sich jetzt automatisch befreit? Dann können wir unsere 50 fahren. Glaube ich. 50, 50. Gut, die haben wir gemeistert, die Schwelle. Ich bleibe trotzdem mal lieber bei 40, weil... Gründe. Ja, du hältst voll die hinterfahrenden Züge auf. Das ist noch schlimmer, als schneller zu fahren, weil... damit hältst du voll den Bahnverkehr auf. Ja, aber in meiner Fahrzeit hätte ich doch gleich auf grün schalten können. Hätte unseren Fahrtweg legen können oder so. Ja, Penner, ey. Am Kaffee trinken immer nur. Weißt du, das sind die besten Kollegen.
Kollegenschweine. So. Hier bestätigen. Sehe ich überall rot oder was? Diese Zwergsignale da unten. Hier sind die knuffig. Nur man sieht die so schlecht, aber gerade in so Rangierbereichen sind die ja natürlich recht sinnvoll. So. Einfahrt auf Lübeck Hauptbahnhof, Bahnsteig 7. So, wir sind ein bisschen zu spät. Oh. 23 war Ankunft. Ja, gut. Aber dafür haben wir jetzt ungefähr die Zeit voll, die im Szenario angegeben war. Das war nämlich vorher nicht der Fall. Deswegen dürfte das halbwegs so stimmen. Ne? Es ist mit 25 Minuten angegeben. Wir müssen auch ungefähr 25 Minuten haben. Wisst ihr Bescheid? Sonst ist das eine Lüge. Was habe ich gemacht? Zwangsbremse während restriktiven PC... Ich habe mich nicht befreit. Ich habe mich nicht befreit. Habe ich nicht gemacht. Habe ich nicht... Ich habe mich nicht befreit. Vielleicht habe ich irgendwas nicht bestätigt, aber ich habe mich nicht befreit. Das ist gelogen. Das ist alles eine Lüge. Was zur Hölle ist ein restriktiver Bereich? Wenn man das denn alles wüsste. Wie gesagt, gegen Ende der Fahrt geht immer was schief. Kommen wir mal vorwärts hier oder endlich so? Oh. Ich glaube, man sollte nicht so stark aufdrehen. Das ist ungesund. Trotzdem aber in Lübeck. Ist doch auch toll. Jetzt dürfen wir nur ein bisschen vorziehen hier. Damit es sich so zieht. Aber gegen Ende geht immer was schief. Wegen restriktiven Bereich? Ich könnte mir vorstellen, dass restriktiver Bereich eben dieses, dieser war restriktiv, ist immer beschränkend oder sowas. Und das ist eben der Bereich ist, der uns quasi noch stärker beschränkt als die Dings. Aber ich habe befreit habe ich mich ja nicht. Naja gut. Befreit habe ich mich wirklich nicht. Wobei, da vorne ist rot. Hätte ich mich auch gar nicht befreien dürfen. Egal. So, wir bleiben hier stehen. Habe ich schon bis gegen ein rotes Signal angefahren. Ja, ist okay. Ja, ich darf auch nochmal hier. So. Aber wirklich, ich bin jetzt gegen Rot angefahren. Ist das jetzt irgendwie auch böse oder was? Weil ich meine, ich hätte so nicht stehen bleiben dürfen. War das jetzt eigentlich auch illegal, was ich gemacht habe? Ich habe keine Ahnung. Schreibt es mal in die Kommentare gerne. Ob das jetzt auch verboten war, hier anzufahren wieder. Weil im Prinzip bin ich ja gegen ein rotes Signal angefahren. Und das ist aus, finde ich, immer noch unerklärlichen Gründen eine Todsünde im Bahnverkehr, wie mir versichert worden ist. Deswegen finde ich das halt, hoffe ich nicht, ne? So, macht aber Fahrgastwechsel fertig, dann kann ich nämlich auch mal abmoderieren oder so. Und um unsere Statistik anschauen, wie viele Pünktchen wir haben, wie viele Punkte der Carsten hier hatte. Ich weiß gar nicht, ob der Carsten schon gefahren ist. Müssen wir mal schauen. Wie weit sind wir denn? Ah, okay, genau. Jedoch ohne Schwierigkeiten. Okay. Ich habe das anscheinend gut gemacht. Wie sieht's denn aus? 0 EP erhalten. Okay, wir haben absolut keine Punkte wegen um einiges zu spät. Ja gut, das habe ich so ein blödes Achievement da gehabt. Ich mag die Achievements nicht. Jetzt habe ich mal alles deaktiviert an Steam Overlays. Jetzt hoffe ich mal, dass das auch so bleibt, ne? Auf jeden Fall würde ich sagen, war es das für diese Folge. Das nächste Mal habe ich, glaube ich, auch schon was geplant. Ja, habe ich, glaube ich. Bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Schönen Tag euch noch und ja, schlagt mich nicht für ein bisschen kürzeren Folgen, aber ich muss ein bisschen schauen, dass ich mich ranhalte, weil sonst ist das, sonst komme ich nicht hinterher. Ich hätte es auch in eine Folge schneiden können, aber dann hätte ich eine Folge weniger gehabt und dann komme ich nicht hinterher. Ne, lieber zwei kurze Folgen als einen Tag gar keine. Vielleicht, weiß nicht, ob ihr das so seht. Ist mir egal. Macht's gut, tschüssi.